Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir sind hier in den Frost Giant Jarl Caves Level 4 auf der Suche nach Hagar, den wir killen sollen für die Ice Queen, die uns ganz freundlich darum gebeten hat. Stone Giant, okay. Ja, ist ja mal gut. Okay, mehr Frostmonster, die wir alle relativ easy killen können. Several Items. Ja, bringt ja eh nichts, die Giants zu essen, weil wir keine Stärke dazu kriegen könnten. Noch ein Alter, sag mal, was ist hier denn? Lawfully Aligned. Das sind alles die falschen Altäre. Was? For a few seconds, you see a looming shape before it points its hand towards you in a threatening manner, then it disappears. Okay. Voll Plate-Armor, okay. Okay, machen wir uns mal eine kurze Abkürzung hier. Was zur Hölle ist Greater Chaos Servant? Black Slayer. Ich finde das ziemlich gut, dass ihr nicht ausweicht. Also das Wegschwaggen ist hier offensichtlich kein Problem. So, wo war ich noch nicht? Ich war überall, oder? Die. You feel truly excited. Ach, fuck. Greater Vault. Wow. Suddenly feel threatened. Okay. Ist das out of depth Encounter? Ach, come on. Medium Shield. Okay, also wir haben hier ein Greater Vault. Das könnte ein ziemliches Problem werden.
das der Wort? Das sieht so aus. Hat Okay, Vampires. Okay, wir haben zumindest Schaden genommen. Okay. Magic Missile. Destroyed, okay. Können ich mich nicht sehen, ne? Finde ich sehr gut. Ja, das dürfte uns eine ganze Menge Erfahrung geben, wenn wir das überleben sollten. Ja, der ist doch noch zu klein für einen Greater Vault. Weil das Problem bei Greater Vault, wenn das Spectres sind, würde das bedeuten, dass es ein Undead Vault ist. Und da könnten wir, wenn wir Pech haben, Emperor Liches drin treffen. Also, was heißt einen? Aber das reicht ja. Nehmen wir mal mit. Oh, you are hit. Okay. Zu nah dran. Was? Naja, mal gucken. Vielleicht war das nur. Für das war das noch nicht der Vault. Was soll ich machen? Magic Missile. Okay. Nee, das sieht mir nur nach einem Tension Room aus. Aber einem offenen. Ah, das war das You Feel Threatened. Das ist ein. Heißen die Threat Rooms also? Das sind quasi keine Tension Rooms, weil sie nicht unter Tension stehen, sondern die offen sind, wo also keine Tür explodiert oder sowas. Wand of Magic Missiles? Hier, guck mal. Das ist eine Magic Missile. Das heißt, der Vault ist noch woanders. Die. Okay. Oder? Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist der Vault. Ach du liebe Güte. Okay. Oh ja. Aber wir werden hier verdammt viel Kram finden. Zum Beispiel ein Amulet of Lifesaving. Das ist vielleicht gar nicht doof, wenn wir das anlegen. Es ist nicht cursed, was aber egal ist.
Weil wenn wir jetzt auf normale Weise sterben, sterben wir nicht. Das ist vielleicht gar nicht doof, angesichts der Tatsache, was wir hier. Hier ist Strange Zap, okay. Ghost Lord. Das klingt alles nicht so gut. So, sollen wir mal gucken, ob hier irgendwer eine Slightly Damage. Die haben also Schaden genommen. Du auch. Also machen wir Schaden mit der Magic Missile, also arbeiten wir weiter damit. Sind wir covered? Ja. Okay, mal so knapp 5000 Erfahrungspunkte. Seems to panic, finde ich gute Idee. Oh, da ist ein Buch, das will ich haben. Ach, der liebe Güte. Knock, okay. Gut. Ein normaler Ghost, damit können wir leben. Oh, Level aufgestiegen. Ach, wie schön. Okay. Swimming. Haben wir noch mehr? Two Weapon Combat, Ventriclism brauchen wir nicht. Gardening. Dodge. Courage. Gardening. Okay. Wow. Her damit. Nein, jetzt nicht. Ich will das. Haben wir sie aufgenommen? Potential Willpower, ja, sehr gut. Ich meine, Willpower ist nicht wirklich ein Problem, oder? Doch, sind wir auch am Cap, okay. Das ist ein handhabbarer Vault bisher. Assassin, ja. Shortsword.
Okay, Ghost Lords Panicking. Das ist aber lustig. Okay, ich meine, das ist ja nur der Rand hier von dem. Ja. Okay, da werden wir uns jetzt das ganze Video mit diesem Wort beschäftigen. Wahrscheinlich noch für das nächste Video auch noch, weil die dauern. Okay, du kommst. Kommen noch mehr? Ich will nicht meinen Burning Hands Zauber verballern, weil da haben wir nicht mehr so viel von. Das möchte ich aber haben. Geh mal weg. Wow. Wow. Ring of Genie Summoning. Ach du liebe Güte, das ist ja so großartig hier. Du hast das Buch mitgenommen, ne? Hey du. Du warst das nicht. Weißt du das? Komm mal her hier. Oh, fuck! Ah, du Scheiße. Ja, okay, ja, das ist ein Greater Vault. Schnell weg hier. Okay. Komm mal, kriegen wir wenigstens einen gekillt? Wow. Wow. Okay, hier müssen wir raus. Das hat keinen Sinn. Okay. Was machen wir da? Also hier müssen wir mit optimaler Ausrüstung zurück, weil die sind auch ziemlich hochlevelig. Meine 10.000 Punkte für einen popeligen Master Lich. Okay, mal gut überlegen, was wir jetzt machen. Also Greater Undead Vault ist das schwierigste, also gehört zu den schwierigsten Dungeon Features, die es gibt. Allerdings auch zu den lukrativsten. Ich fürchte, wenn dieser Raum hier voller Master Liches war, dann wird da auch ein Boss Lich drin sein. Und wenn die Master Liches das Kropfzeug sind, da können wir uns ungefähr vorstellen, wie der Boss aussieht. Oder der, also, ne? Ist ja nicht ein wirklicher Boss, aber. Da ist das Buch. Das will ich haben. Gib mir das Buch. Dann ist das K-Monster. Okay, weg. Ja, ist mir egal, ob die wegrotten. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hier gehen wir erstmal wieder. Ja, das ist eine gute. Ja, teleportier dich mal weg hier. Ja, jetzt kommen die ganzen Ghosts durch die Wände. Ach du liebe Güte. Ist das geil? Oh, ich liebe das. Das liebe ich wirklich, ja, dieses Spiel. Also diese Vaults sind ein großer Spaß. Okay. Also, ich will allein schon deswegen raus, weil ich hier bestimmte Sachen in Sicherheit bringen will. Wir haben Großartiges gefunden. Wir haben ein Amulet of Lifesaving gefunden. Wir haben einen verdammten Ring of Genie Summoning gefunden. Das heißt, wir haben einen weiteren Wunsch. Das heißt, ja, ich muss raus, ich muss mir. Ja. Wir sollten raus und uns. Wow. uns richtig aufstellen. Ich muss auf jeden Fall mal den Wunsch benutzen, den anderen Wunsch.
damit wir Acid Ball kriegen. Weil mit Burning Hands werde ich gegen die Liches nicht lange durchhalten. Zumindest nicht mit nur noch 1000 Acid Balls. Burning Hands, also. Okay. Upward. Wow. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lukrativ. Wo ist die verdammte... Die. Und den Konverten. Wo ist der nächste? Er ist nicht so weit weg, brauchen wir nicht. Können wir uns das Geld eigentlich sparen? Andererseits könnte ich dann hier ein bisschen eine Base of Operations einrichten. Nee, erstmal nicht mit Göttern rummachen, wenn wir... wenn wir Sachen in Sicherheit bringen müssen. Wo hatte ich das gelassen? Beim Barbarian, ne? Irving, Evade. Okay. So haben wir noch ein... Blessed Identify. So, die liegen hier natürlich. Pickup All. Genie Summoning, das ist so unglaublich. Aber ich meine, klar, der kann droppen. Das ist selten, aber... Oils of Rust Removal, ja, okay. Potions of Holy Water haben wir noch. Die verdammten Scrolls da. Blessed Scroll of Identify, ja. Okay. Read. C. So, na, dann wollen wir mal schauen. Ein Crown, okay, ist nichts Besonderes. Uncursed Rope. Uncursed Plate Mail ist auch nichts Besonderes. Uncursed Mithril Chain Mail ist auch nichts Besonderes. Full Plate of Rage. Adamantium, okay. Auch nichts Besonderes. Also können wir verkaufen, aber kann auch erstmal hier bleiben. Gloves of Smiting. Ne, wir haben Gauntlets, die sind besser. Elemental Gauntlets, die haben wir doch, oder? Elemental Gauntlets, ja. Okay. Money Belt. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ach, ich glaube, der reduziert das Gewicht von Geld. Glaube ich. Adamantium Boots. Iron Boots. Light Boots. Leather Boots. Mithril Boots. Alles relativ egal. Ich meine, wir können die... Die könnten wir theoretisch, die Mithril und Adamantium Boots könnten wir behalten. Die könnten wir dann für den Temple of
für den Tower of Elemental Flame, Eternal Flames benutzen statt unseren Seven League Boots, weil die ja aus Leder sind, die verbrutzeln ja recht schnell. Rapid Healing, Bless Nickel, ja, Amulets of the Cold Heart. Charisma minus 12. Okay, dann wollen wir mal nachgucken, was die machen. Amulet of Speed. Okay, das ist sogar ein Blessed Amulet of Life Saving. Nicht, das ist völlig egal, aber egal. Es ist so. Brass and Blazers können weg. Adamantium Longsword können weg. Scalpel of Slaughtering. Klingt alles ziemlich nett. Adamantium Broadsword. Orcus. Kann weg, kann weg, kann weg. Staff of Beauty, Staff of Nourishment, Quarterstaff, Staff of Smiting. 1D37. Okay. Das ist das Schöne an Computerspielen, da muss man sich um die physische Beschaffenheit eines Würfels nicht sorgen. Da nimmt man halt einen 37-seitigen Würfel. Longbow of Hunting. Okay, der dürfte einen Tucken besser sein als das, was wir haben. Wir haben Shortbow of Accuracy. Ist nicht wirklich wichtig, aber warum nicht? Blast Sling. Undead Sling, Construct Sling, die hatten wir schon. Uncursed Spear Returning können weg. Dragon Slaying, das ist sehr gut. Oh ja, das brauchen wir. Die brauchen wir unbedingt. Die sind cursed, aber das ist egal. Die können wir ja uncursen oder blessen. Javelin of Death. Okay. Plus 11. Heißt das auf Death nur, dass er so viel plus 11 macht, oder heißt das, dass er das Monster killt? Wollen wir auch nochmal nachgucken. Okay. Ein Uncast. Ja, warte. Noch ein Stethoscope. Ganze Menge Seas, ja, Fire Resistance, Rings of Damage, Rings of Damage, Cold Resistance, Acid Resistance, Brass Rings, Rings of Ice, Claymont, Invisibility, Fire Resistance, Genie Summoning. Okay, der ist nicht blessed, aber gut, das können wir ja schnell machen. Das sind die ganzen Wands, die wir schon hatten. Fast Slaying ist neu. Blessed Oil of Rust Removal, das benutzen wir schon mal. Also wir nehmen unser, wo ist es? Rusty Amulet of Perseverance. Und dippen es in Blessed Oil of Rust Removal. The Rust is removed from the Uncursed. Was the Amulet of Persona. Sehr gut. Hat er schon mal erledigt. Holy Water haben wir auch noch. Okay, die Potential Willpower müssen wir auf jeden Fall schon mal blessen und trinken. Gold Detection, Item Destruction, Charging Corruption Removal, ja, alles nichts Neues. Antediluvian Dwarven Map Fragment, whatever. Ill Fate. Treasure Creation? What? Ist mir neu. Hatte ich vielleicht aber auch einfach noch nie. Okay. Haben wir irgendwo einen. Nee, denn der Shop, wo wir Sachen verkaufen können, ist so weit weg.
Wir könnten den Altar konverten, dann könnten wir es, ja, dann könnten wir es opfern, aber ich meine, wir müssen ja nicht mehr opfern. Wir sind ja schon Avatar. Remove Curse. Ja, da kommt der Barbarian an. Richtig? Ja. Aber du warst weit genug weg, da konntest uns nicht unsere Items stehlen. Deswegen ist es relativ sicher, hier die Sachen zu lagern. Wenn man sie hier gleich am Kartenrand lagert, hat er üblicherweise nicht genug Zeit, hinzukommen und sie zu klauen. Achso, ja. Also, wir wollen dippen. Wir wollen dippen. Das mache ich gleich, damit mir nicht das Holy Water ausgeht. Potion of Potential Willpower. Potion of Holy Water. Drink. Nee, nicht Drop. Drink. Potential Willpower. Plus 3, das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir wieder ein bisschen Willpower dazu kriegen, was durchaus gut ist. Okay, und dann dippen wir. Genie Summoning in die Holy Water. Sehr gut. Dann haben wir jetzt zwei verdammte Wings auf Genie Summoning. So, dann zaubern wir Remove Curse auf die Arrows. Und wenn wir schon dabei sind, noch irgendwas, was wir anquessen wollen. Okay. So, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge Scrolls. Wo sind die? 12 Anker Scrolls of Identify. Okay. Haben wir noch irgendwelche? Nee, Blast haben wir keine mehr. Okay. So, jetzt haben wir all unseren Kram. Wollen wir den? Ich meine, ich kann ja da rein, mit da war ja kein offensichtliches Eisproblem. Das Zeug müssen wir nur loswerden, bevor wir wieder zur Ice Queen latschen. Sicherheitshalber. Ich meine, die Plate Mail, die ist so schlecht. Das können wir eigentlich alles hier lassen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.
Können wir erstmal behalten. Money Belt behalten wir auch. Metal Girdle können weg. Iron Boots nicht. Light Boots nicht. Leather Boots nicht. Longsword. Broadsword. B. Ja, das lassen wir einfach hier. Ach so, das Buch habe ich in Tract of Order. Die anderen Bücher sind auch relativ wertlos inzwischen. Nock ist vielleicht noch ganz gar nicht schlecht. Das lassen wir also auch hier. Wir sind ja inzwischen Avatar, da lesen wir keine Propaganda von anderen Göttern. Das ist gar nicht gut für uns. So, dann lesen wir das Spellbook of Nock. Learn. Yes. So, und ich würde sagen, die anderen Bücher, die droppen wir auch noch, die brauchen wir nicht mehr. Wo sind sie denn? Bücher da. Was habe ich jetzt gerade weggeschmissen? Money Belt. Schön konzentriert bleiben, nicht die falschen Tasten drücken. Das kann bei diesem Spiel schön in die Hose gehen. So. Allerdings ist es hier im Moment ja nicht so kritisch. Sind noch satiated, dann können wir auch noch den blöden anderen Frost Giant essen. Da ist er weg. Yes. Okay. Ja, da würde ich sagen, werden wir versuchen, beim nächsten Mal den Vault nochmal anzugehen. Ich überlege, weil ich meine, die Caverns of Care sind nicht so weit weg. Ob ich nochmal, das könnte ich offscreen machen, kurz in die Dwarftown gehe und den überzähligen Kram da lasse. Andererseits, warum? Und warum gehe ich hier eigentlich? Ich will doch erstmal hier bleiben. Wir wollen ja noch das. Den Wunsch, was soll ich nochmal machen? Den Wunsch wollen wir noch machen. Entrostet haben wir. Den Ank können wir entsetzen durch Perseverance. Dann haben wir auch ein bisschen größere Reichweite für unsere Ballspells. Ja, da würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal den Greater Undead Vault an. Versuchen ihn zu befrieden. Was wahrscheinlich nicht was schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere nette Item. Ich meine, wir haben großartige Items gefunden, allerdings noch kein Artefakt. Und da ist üblicherweise mindestens eins drin. Aber ich meine, Ring of Genie Summoning, Amulet of Life Saving, ich beklag mich nicht. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's an den Greater Vault. Also, bis dahin. Tschüss.